wunderschönen guten Morgen. Hier aus dem LKW bei scheiß Wetter, Alter. Am Montag schon einmal gleich nass. Geil, super. Und das nur, weil ich anderen würde. Wir starten in die neue Woche. Ich denke mal, wie gesagt, es wird diese Woche ein Zweiteiler sein. Kein Daily, sondern ein Zweiteiler. So ähnlich wie der Möbelkutscher, Sascha. Der sei auch hier nochmal an der Stelle gegrüßt. Macht das eigentlich ganz cool mit den Zweiteilern. Finde ich ganz geil. Oder sogar manchmal Dreiteiler, kommt immer ganz drauf an. Das finde ich eigentlich ganz geil, ja. Ich habe mir auch nochmal was Neues mitgenommen. Und zwar diesen Schwanenhals hier. Also für die Actioncam. Ich will mal ausprobieren, wie das funktioniert. Das habe ich bei Mölli, glaube ich, gesehen. Muss mal ein bisschen ab und zu mal am Fokus drin. Macht der nämlich ein bisschen Kacke mit dem Objektiv hier. Weil es halt komplett manuell ist. Also sprich, kein Autofokus. Deswegen muss ich ab und zu hier so an so ein Ringchen drehen. Also wenn ich nicht ganz scharf bin, wenn ich diese Kamera benutze, dann liegt es wahrscheinlich da dran. Ne? Nur so als Info vorweg. Leke habe ich auch wieder mit, habt ihr auch wahrscheinlich eben gerade gesehen. Die kommt auch wieder an gewohnter Ort und Stelle. Hier vorne gleich hin. Und dann gucken wir mal. Und rein theoretisch müsste ich jetzt mit dem Ding eigentlich auch oben dran Timelapse machen können. Also schon schnell machen können. Wollen wir mal heute noch ein bisschen ausprobieren. Ich fahre jetzt erstmal los nach Siam. Es ist kurz vor 5 Uhr. Also ich bin um 4 Uhr aufgestanden. Bin einigermaßen fit, ja. Geht so. Gut. Also erstmal ab geht's. Erste Fahrt sehen. Und wir sehen uns oben in Siam wieder. Angemeldet, habe ich mich jetzt gerade. Und die Jacke ist durch, die Jacke ist auch durch. Die habe ich jetzt erstmal da so vor der Standheizung gehangen. Mütze ist auch teilweise durch. Was für ein Scheißwetter. Ja, gut, wir brauchen aber den Regen, das muss man auch ganz klar sagen. Die Natur braucht den Regen vor allen Dingen. Ist relativ wichtig, gerade nach dem letzten Jahr. Schuhe sind wahrscheinlich auch wieder durch, komplett. Zweite Mal heute. Weil sie im Tritt stehen. Erste Mal schon nach 20 Kilometern einmal komplett durch. Habe ich vor der Standheizung gestellt, Standheizung angemacht. Gut 1,5 Stunden nochmal trocknen lassen. Ging wieder, aber jetzt sind sie wieder komplett durch. Ich habe es schon lange nicht mehr erwähnt in einem Video. Fällt mir auch nicht mehr einfach darüber zu reden. Ich bin nicht perfekt. So, genau. Ich versuche immer alles vorzuheben. Das heißt, positiv wie auch negativ Teile unseres Jobs. Aber auch nochmal zu meiner Person. Ich bin nicht perfekt, ich habe auch meine Probleme. Ich habe zum Beispiel sehr starke Probleme mit der Rechtschreibung. Ich habe eine sehr starke Leserechtschreibschwäche, also kurz LRS. Und wie ihr hört, lispel ich auch ein bisschen. Das ist persönlich meine beiden Hauptkritikpunkte. Deswegen kann das durchaus vorkommen, dass man so in ein, zwei Videos, ich arbeite da viel mit Google Autokorrektur, durchaus auch mal Satzfehler, grammatikalisch nicht hundertprozentig richtig ist. Das ist in manchen Tagen, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe dazu mal ein Video gemacht, das werde ich mal verlinken. Das müsste jetzt die Ecke sein. Ich werde das mal verlinken, da erkläre ich das nochmal ganz ausführlich. Aber es ist an manchen Tagen ist es besser und an anderen Tagen weißt du noch nicht mal, wie iPhone geschrieben wird oder Apple oder Google. Ne, das ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Nur mal so kurz vorweg. Ich habe es, wie gesagt, lange nicht mehr erwähnt. Wir sind mittlerweile schon einige Leute mehr. Und deswegen erwähne ich das nochmal und verlinke auch da drauf. Gut. Weiter mit dem Tageswerk. Ich stehe jetzt hier in Siam. Normalerweise wollte ich eigentlich mit der kleinen Kamera hier filmen. Allerdings habe ich die Tür zu lange offen gelassen. Jetzt ist oben natürlich ein bisschen Wasser draufgekommen. Und wenn die Legria eins nicht abkann, dann ist es Wasser. Also die andere Kamera. Die hier. Deswegen lege ich sie jetzt gerade so rum, hier rauf, auf dem Bett und hoffe, dass es
nicht passiert ist. Also ich denke, dass es nicht passiert ist, aber es kann sein. Deswegen soll sie erstmal ein bisschen abtropfen. Dann jetzt erstmal hier ein Jahr im Lehrmann. Dann hoffe ich, dass es ein bisschen besseres Wetter wird. Dann fahren wir hoch nach Plumdorf und dort laden wir für 2 Stellen Großbären. Morgen früh ab 3 Uhr anliefern. Das heißt, knackiges Programm und knackig und sportlich geht dann die Woche los. Das heißt aber auch spätestens, dass wir heute Nachmittag um 4 Uhr da sein sollten. Wir werden sehen. Also, erstmal gucken wir weiter. Erstmal abladen. Ich kann euch jetzt wieder hier an der Scheibe ranmachen. Oder am Spiegel oder wie auch immer. Wollen wir mal gucken. Wenn es nicht allzu stark regnet, weil ansonsten werde ich noch nasser als alles andere. Und ansonsten gibt es gleich weiter mit den Fazien. Also, bis später. Voll ist er zwar noch, aber sollte schon jetzt doch mal getankt werden, mal langsam wieder. Ich vertraue halt den Anzeigen dann einfach nicht so gerne. Und AdBlue bin ich ja hier gerade bei. Könnte ich eigentlich auch schon mal gleich nochmal eintippeln, ne? Aber für euch gibt es jetzt erstmal gleich die nächsten Fahrszenen. Und zu diesem Thema hier mit dem Tanken und mit dem Spritverbrauch und alles, werde ich auch nochmal ein separates Video machen. Das ist nämlich auch, also was so ein LKW an Sprit verbraucht, das ist nicht mehr feierlich, ne? Aber da wird sich ja vielleicht nochmal irgendwo was ändern. Gut. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die nächsten Fahrzeuge. Also bis gleich, wenn ich schon Feierabend habe und einen Großbären. Also bis gleich. Ich hoffe doch. Zumindest ein bisschen. Ich habe Feierabend. Morgen geht's weiter mit dem Abladen. Ja.
wird auch eine relativ kurze Woche, also wird es wahrscheinlich doch mal ein Video geben diese Woche. Mal gucken. Oder ich nehme Freitag nochmal auf, wo ich nochmal gesagt hatte, um den Sprit und sowas, wo es darum so ein bisschen geht. Mal gucken, was Freitag anliegt. Dreckig sieht er wieder aus wie Sau. Muss ich mal wieder waschen. Ach ja. Ich wollte mich ja nicht beim Kunden hinstellen. Aber irgendwie ging das jetzt nicht. Jawohl, es schon einmal mal ging. Aber irgendwie geht es heute nicht. Warum auch immer. Ein Glück kenne ich hinten deswegen noch einen anderen Parkplatz. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Morgen früh geht es weiter. Um 2 Uhr stehe ich auf. Denn alles nicht einräumen, aber vorbereiten und morgen dann 3 Uhr Termin zum Abladen, also 2 Uhr aufstehen, Kaffee machen und dann kann ich um 3 Uhr vernünftig, ganz normal, dass ich kurz vor 3 Uhr dann da bin, dann zwischendurch Paletten abgeben, also Düsseldorf habe ich noch drauf, die muss ich noch runterschmeißen, und dann zu meinem zweiten Kunden, ach wie hieß der Ort, keine Ahnung, ist auch egal, da abladen und den Rest erzähle ich euch morgen. Also